Thema Opferschutz der Fraktion so ein wichtiges Thema? Ja, beim Opferschutz, da geht es um Menschen, die ganz besonders darauf angewiesen sind, dass der Staat sich um sie kümmert und ihnen Schutz bietet, weil sie selber das nicht können. Und das gilt in einem ganz besonderen Maße für Kinder. Deshalb liegt uns ganz besonders am Herzen, Kinder vor Übergriffen zu schützen. Insbesondere sexuelle Übergriffe sind hier zu nennen, weil sie für Kinder unerträglich sind, weil sie sie traumatisieren und das ganze Leben lang auch belastend begleiten. Durch die Digitalisierung, durch die Verbreitung von solchen Bildern und Filmen im weltweiten Netz hat diese Art von Verbrechen gegenüber Kindern deutlich an Schwere zugenommen, Zahl und Schwere. Und das ruft uns dann auch als Gesetzgeber auf den Plan zu schauen, was wir tun können. Welche Rolle könnte denn die Vorratsdatenspeicherung bei der Bekämpfung von Kindern spielen? In tausenden von Fällen bekommen wir Hinweise auf die sogenannten IP-Adressen. Daraus ergibt sich dann, dass Nutzer auch hier in Deutschland eben Kinderpornografie konsumiert haben, gekauft haben. Und anhand dieser IP-Adresse könnte man jetzt also ermitteln, wer sich dahinter verbirgt. Dazu wäre aber erforderlich, dass wir eben die Daten hätten, welcher konkreten Person, welchem Anschluss diese IP-Adresse zuzuordnen ist. Und dazu bedürfte es einer klaren Regelung der Vorratsdatenspeicherung. Wir haben also im vergangenen Jahr über 8000 Fälle, in denen es diese Hinweise gab, nicht weiter verfolgen können. Und ich finde, bei dem, was hier auf dem Spiel steht, ist das eigentlich unerträglich. Wir denken, dass Kinderpornografie nicht angemessen bestraft wird. Wir haben hier ein Strafmaß von bis zu 3 Jahren für den Besitz von Kinderpornografie. Wenn man das vergleicht mit dem, was auf normalen Ladendiebstahl steht, da kann man bis zu 5 Jahre dann auch verurteilen. Im einen Fall geht es um Dinge und um Geld und Vermögen und im anderen Fall geht es eben um höchstpersönliche Rechtsgüter, um Kinder, die für ihr Leben lang eigentlich verletzt werden. Das steht in keinem Verhältnis. Deshalb ist unsere klare Haltung, dass wir hier auf die 5 Jahre auch hoch wollen. Das hat auch dann zur Folge, dass Ermittlungsmaßnahmen anderer Art auch eingesetzt werden können. Also auch die Aufklärung von Fällen würde dadurch profitieren.